Also dann, sehr geehrter Herr Präsident, liebes Publikum, möchte ich mich natürlich auch vorstellen. Mein Name ist Bernhard Turban. Ich habe hier mal selbstbewusst den Slogan ein bisschen abgeändert und möchte Ihnen natürlich ein bisschen so erzählen, warum ich finde, dass ich Ihnen auch ein bisschen gefehlt habe an dieser Stelle. So, also deshalb ist meine Agenda natürlich, ich möchte mich selbst einmal meinen Werdegang ein bisschen erläutern. Ist vielleicht auch interessant, da ich von der Fachhochschule Regensburg komme, tatsächlich, dass vielleicht die Studenten, die hier sind, auch mal erfahren, wie man zum Beispiel Professor an der Hochschule über den Weg Fachhochschule gehen kann. Danach möchte ich natürlich auch kurz erklären, was ich so in den letzten Jahren mir Gedanken gemacht habe zu Problemen zum Beispiel der ständig ändernden Anforderungen im Bereich Informatik, da ich tatsächlich jetzt Professor für Anwendungsentwicklung an der Wirtschaftsinformatik bin. Und danach möchte ich noch kurz auf meine Rolle, so wie ich sie jetzt sehe, an der Hochschule Rhein-Main eingehen. So, also zunächst möchte ich mich selber vorstellen. Also ich bin 1979 in Amberg geboren. Wie Sie hören, bin ich natürlich aus südlichem Raum unterwegs. Ich bin jetzt 37 Jahre, also ich gebe zu, ich sehe jünger aus, als ich wirklich bin. Und ja, den Rest können Sie so lesen. Also wichtiges Datum ist natürlich dann 2004 mein Abschluss an der Fachhochschule Regensburg, also heute Hochschule Regensburg. Und da habe ich mir natürlich überlegt, was soll ich dann weitermachen, und mich hat eben der Bereich Forschung auch interessiert. Ich gebe auch zu, mich hat damals schon irgendwie diese Professorenrolle auch ein bisschen gereizt. Also ich hatte das schon ein bisschen im Hintergrund. Also ich fühle mich da wirklich ein bisschen berufen auch dazu. Und damals war eben dann die Möglichkeit beim Kompetenzzentrum für Software Engineering. Also Software Engineering, da geht es darum, um die ingenieursmäßige Entwicklung von Software. Und da wurde eben ein Kompetenzzentrum gegründet an der Fachhochschule, hier mitzuarbeiten. Und dort hatte ich die Gelegenheit, dann bei der Firma Micron als Partner eben einzusteigen. Da muss man sagen, die Firma Micron ist ein relativ, also mittelständisches Unternehmen, relativ klein eigentlich, aber es hatte damals eine sehr spannende Rolle, weil es nämlich im Bereich Softwareentwicklung bei Automotive Steuergeräten, und das war gerade ein Bereich auch, wo sie vielleicht, weil sie damals ein Auto gekauft haben, sehr viele Probleme waren, eben ein bisschen neue Wege gingen, indem die zum Beispiel objektorientiertes Design versucht haben, obwohl eigentlich prozedural in C programmiert wurde. Und da sehen Sie schon, da gab es ein paar spannende Projekte, wie zum Beispiel diesen Bugatti Veyron. Kennen Sie diesen 1001 PS Sportwagen vielleicht? Da wurden tatsächlich Steuergeräte von der Firma Micron entwickelt. Aber auch Firmen wie BMW zum Beispiel, die hatten damals eine Initiative für die Standardarchitektur von solchen Automotive-Steuergeräten ins Leben gerufen, haben explizit die Micron dazu bewegt, dort beizutreten und reinzugehen. Genau, also da muss ich dazu sagen, es war dann so, dass ich dann praktisch dort als Mitarbeiter des Kompetenzzentrums bei der Micron gearbeitet habe und zunächst in einem konkreten Projekt eben lernen sollte, wie werden natürlich Steuergeräte dort verarbeitet, und es war eben das große Thema auch dort schon Softwarequalität. Und ein großer Hebel, den man da eben gesehen hat, war jetzt genau dieser Bereich Anforderungsmanagement. Da möchte ich eben dann näher darauf eingehen, dass man immer mehr festgestellt hat, dass da eben der Knackpunkt an vielen Stellen liegt. Dort muss man Anforderungen gescheit managen. Und weil ich eben neu war und vom Kompetenzzentrum kam, hatte ich da ein bisschen den Lead, mich in dieses Thema und auch das Tool IBM Doors da einzuarbeiten. Zweites Thema hier war eben dann genau diese Sache mit Entwicklung sicherheitskritischer Software für Autosteuergeräte. Also sicherheitskritisch deshalb, stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn und plötzlich fällt Ihr Motorsteuergerät aus, das wäre natürlich schlecht. Also da muss man natürlich versuchen, das so zu machen, dass Sie zumindest noch irgendwie am Straßenrand kommen oder in die Werkstatt fahren können. Ein zweites Thema, wo ich dann hier beteiligt war, da ging es dann um die Modellierungssprache UML. Sie werden später noch ein Diagramm dazu sehen, dass Sie sich was vorstellen können. Also es ist eine Sprache, in der man praktisch auf abstrakter Ebene mit Kästchen und Pfeilen versucht, ein System zu modellieren. Und hier war genau diese Frage, die ich gerade erwähnt habe. Es wird zwar einerseits die Programmiersprache C, die eigentlich gar nicht objektorientiert ist, verwendet, aber eben UML andererseits eine objektorientierte Herangehensweise war. Und hier war natürlich die Frage, kann man das verwenden und hier tatsächlich diese Methoden einsetzen. Ergebnis dieses Projekts war tatsächlich, dass wir einen Weg gefunden haben und das Tool Enterprise Architect hier dann auch identifiziert haben als geeignetes Tool, das dann auch verwendet wurde.
Und es sich herausgestellt hat, dass wenig später tatsächlich die Automobilindustrie im Zug von Autosaw auch selbst dann tatsächlich Enterprise Architect verwendet hat. Also hier auch ein Beispiel zum Beispiel, wie Forschung, also anwendungsnahe Forschung aus der Fachhochschule tatsächlich der Firma wirklich mal ein paar Monate Vorsprung vor der ganzen Branche eigentlich gegeben hat an dieser Stelle. Ja. Ein zweites Thema, das sich dann daraus ergeben hat, das aus meiner Idee dann eigentlich entstanden ist, war dann eben die Idee, hier ein Profil zu machen, also die Sprache so zu erweitern, dass eben besser so nicht funktionale Anforderungen und Aspekte aus dieser Domäne mit dieser Sprache modellierbar waren. Und das war auch der Punkt eben hier, war gerade die Schnittstelle. Ich hatte ja Interesse, weiter in die Forschung zu gehen und ich habe natürlich versucht, gleichzeitig eine Promotion anzustreben und ich wurde natürlich auch von Professoren an der Hochschule damals unterstützt und konnte dann tatsächlich, wurde dann was angebahnt, dass ich dort an der Medieninformatik an der Universität Regensburg eben promovieren konnte in diesem Bereich und da hat natürlich dieses Design-Thema und Anforderungen war dann eben eine sehr gute Gemengelage, um sich da ein Promotionsthema zu suchen. Und daraus ist dann auch eben ab 2005 entstanden, dass ich eine Promotion angefangen habe. Dann hat die Micron, also das Ziel dieses Kompetenzzentrums war es auch, dass die Mitarbeiter dann irgendwann übernommen werden. Und hier ist es dann auch gelungen, dass ich meine Ideen, die ich dazu hatte, der Micron schmackhaft zu machen. Und gleichzeitig ist dann daraus eben so eine Kooperation, werde ich gleich erzählen, entstanden aus der Universität, der Fachhochschule und der Micron AG, wo ich dann auch einen Förderantrag gestellt habe, wo dann die drei Partner eben zusammen gearbeitet haben. Also es wurde auch eine Fördersumme gewährt. Die Gesamtsumme des Projekts war dann bei 1,2 Millionen. Also da war natürlich noch ein Teil wirklich die Fördersumme. Aus dem ist dann praktisch ein 9-Personen-Projekt entstanden, inklusive zweier anderer Promotionen und Diplomarbeiten, in dem ich dann praktisch so Projektleitung, Architektur, aber auch mit die Entwicklung übernommen habe. Als Nebenaspekt, ich habe gerade vorhin gesagt, es ging sehr viel um sicherheitskritische Software, wurde dieses Projekt tatsächlich dann mit agilen Methoden gemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen agile Methoden was sagen, das ist im Moment ein ziemliches Schlagwort in dieser Branche, hat sich auch im Management verfestigt, dass fast jeder irgendwie von agil spricht. Das ist praktisch auch so ein Zukunftsthema, wo es jetzt zwei verschiedene Arten der Entwicklung gibt. Dazu möchte ich ja später noch was sagen, das kommt dann eben noch an dieser Stelle. So, während des Projekts war es dann so, dass tatsächlich die Micron dann von der Embitech Group übernommen wurde. Also wir wurden dann in einen Konzern eingegliedert an dieser Stelle. Kann man auch sagen, dass die Ideen dieses Projekts durchaus relativ erfolgreich waren, weil tatsächlich die Embitech beschlossen hat, dann dieses Produkt dann tatsächlich auch in ihr Produktportfolio zu übernehmen. Und gleichzeitig war das für mich auch eine tolle Erfahrung, weil ich tatsächlich, weil ich mich für Anforderungsmanagement eben relativ gut mit dem Bereich beschäftigt hatte, konnte ich dann tatsächlich auch professionelle Trainings in diesem Bereich mit anbieten. Ja, allerdings irgendwann habe ich festgestellt, das ist so ein Bereich, wo ich sehr festgelegt war. Ich wollte dann nochmal ein bisschen den Blick weiter machen und deswegen habe ich dann nochmal die Firma gewechselt, wo es dann wirklich um Software Engineering Consulting im Allgemeinen ging und habe dann dort eben noch Erfahrungen gesammelt, so wie man in ganz großen Projekten hier dann Software Engineering in Form von hauptsächlich Anforderungsprozessen betreiben kann. Und das ist natürlich eine gute Erfahrung jetzt gerade, wenn ich jetzt dann auf die Lehre dann zu sprechen komme. In diesem Bereich habe ich dann auch meine Promotion eben fertig gemacht und konnte dann eine Buchveröffentlichung machen bei Springer Viehweg, was ja lustigerweise eben ein Verlag ist, der tatsächlich hier in Wiesbaden das herausgebracht hat. Und ich habe es dann tatsächlich eben jetzt geschafft, dass ich seit 2015 hier bei Ihnen eine Professorenstelle begleiten darf. So, dann möchte ich jetzt kurz Ihnen auch mal was aus der Praxis erzählen, was mich so umgetrieben hat über Jahre hinweg. Das ist das Problem der sich ändernden Anforderungen. Und dazu möchte ich Ihnen erstmal allgemein erklären, wie man üblicherweise Software entwickelt. Und zwar fängt man nicht einfach an, irgendwas loszuprogrammieren, sondern man versucht zunächst mal die Anforderungen zu definieren. Also man versucht textuell zu definieren, was das System können muss. Und daraus wird dann eine Architektur
entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, warum sich hier die Schrift verändert hat. Müssen Sie verzeihen, dass das Layout jetzt nicht perfekt stimmt. Hier drüben habe ich als Beispiel so ein UML-Diagramm. Also können Sie sich die Diagramme von dieser Modellierungssprache vorstellen. Also es wird hier eine Architektur tatsächlich eben modelliert. Und daraus wird dann natürlich irgendwann diese Architektur auch entsprechend dann programmiert. Also wirklich dann Code erzeugt. Dann kommt das Testen, das lasse ich jetzt mal ein bisschen hinten runterfallen. So, und dann gibt es die Übergabe an den Benutzer und dann sehen Sie, was da meistens passiert. Dann schaut nämlich der Benutzer und ist erstmal sehr unzufrieden. Problem ist meistens schon am Anfang, es ist sehr schwer tatsächlich Anforderungen sauber zu definieren, weil gerade Software sehr abstrakt ist. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, Sie haben ein paar Buttons, da können Sie rumklicken. Aber was da im Hintergrund passiert, zum Beispiel wenn Sie da drauf klicken, fällt in China plötzlich was anders vom Band. Solche Sachen, solche Kontexte, die haben viele Nutzer natürlich nicht. Und deswegen ist es sehr schwer, gerade die Anforderungen am Anfang wirklich definieren zu können, richtig. Was natürlich dann dazu führt, dass eben hier Änderungen kommen. Und diese Änderungen schlagen natürlich nicht bloß bei den Anforderungen ein, sondern Sie müssen natürlich dann auch Ihr Design, Ihren Code und auch Ihre Testfälle entsprechend wieder anpassen. Das ist eine Riesenschwierigkeit, das auch sauber zu machen, nichts zu vergessen an dieser Stelle. Und das passiert natürlich nicht einmal, sondern Sie können sich vorstellen, heutzutage wird iterativ entwickelt, dauert sehr lange und hoffentlich kommt dann irgendwann der lachende Kunde raus. Also sagen wir mal hoffentlich, manchmal passiert es ja leider auch nicht, aber es kann passieren. Aber da sehen Sie jetzt hier drüben bei den Einschlägen, also es ist tatsächlich ein Problem, dass man ständig diese Sachen auch wieder anpassen muss an diese Änderungen. Ja. Hier habe ich mal ein paar Gründe aufgelistet. Also die Software ist eben sehr abstrakt oft. Es ist schwer, das wirklich zu beschreiben. Jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung. Es gibt natürlich auch eben sehr innovative Funktionen. Man möchte heutzutage mit Software nicht bloß den Status quo irgendwie verwalten, sondern Innovationen schaffen. Das muss man auch erstmal können. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Interpretationen, gerade von Texten zwischen Personen. Und ein wichtiger anderer Punkt ist zum Beispiel, dass Leute auch unbewusst was auslassen, weil für die das so logisch ist, dass man das gar nicht erwähnen möchte. Und das sind dann gerade die Probleme, wo es dann meistens kracht zum Beispiel. Anderes Problem sind sicher auch noch sich ändernde Geschäftsbedingungen, die natürlich passieren. Und deshalb die Erfahrung wirklich aus der Praxis selbst, wenn man wirklich gutes Anforderungsmanagement betreibt, ist, dass 2 bis 3% Änderungen pro Monat vorkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein paar tausend Requirements, was relativ normal ist, dann ist das schon eine ganze Menge an Änderungen, die da ständig in so einem Projekt auflaufen. So, und da ist die Idee, die dahinter steckt, dass man versucht, die Einflüsse von Anforderungen kenntlich zu machen, damit man dann, wenn man eben die Anforderung ändert, auch entsprechend die anderen Elemente natürlich ändern kann. Und das geht erstmal in Richtung Ursprung. Man sollte auch den jeweiligen Personen zum Beispiel Bescheid geben, wenn sich eine Anforderung ändert. Aber eben dann auch in die weiteren Artefakte, so wie zum Beispiel Testfälle natürlich auch. Aber eben auch dieses Design, also das, was Sie mit diesem UML-Diagramm gesehen haben und dann den Code-Elementen an dieser Stelle. So, und da gibt es jetzt ein schlimmes Problem. Und zwar, das ist genau diese roten Pfeile. Dieser Übergang zwischen Anforderung und Design stellt ein ziemliches Problem dar, weil hier eben keine 1:1 Beziehung da ist. Es gibt zwar manchmal Anforderungen, die relativ 1:1 zu einem Design-Element zum Beispiel verlinkbar sind, aber oft ist das eben nur der Trivialfall. Ein anderer Fall ist meistens der, ich habe hier irgendwo meinen Problembereich, da ist irgendwann meine Lösung, also das, was dann so ein Design darstellt und der Weg dahin, das sind eben verschiedene Entscheidungen, wo ich treffe, wo ich Konflikte zwischen Anforderungen irgendwie ausbalanciere, auch zwischen Design und eben Kompromisse schließe, bis ich dann irgendwann hier tatsächlich zu meinem Design komme. Und da ist es natürlich schwierig, wenn ich einfach sage, hier Anforderung, hier Design, dann ist der Weg verloren gegangen an dieser Stelle. Genau, und das waren so die Ideen, die in diesem Forschungsprojekt eben zu der Entwicklung des Tools Prooftech R2R geführt haben. Da ist eben die Idee, Sie sehen hier drüben in dem linken Bereich das Designwerkzeug Enterprise Architect zum Beispiel und im rechten Bereich das Tool Prooftech R2R, das sich direkt an dieses Designwerkzeug anschmiegt. Und hier an dieser Stelle sieht man auch einen Teil von Prooftech R2R. Dort konnte man die Anforderungen aus solchen Anforderungsmanagement-Tools, also es gibt eigene Werkzeuge, die
zur Spezifizierung von Anforderungen da sind. Die konnte man sich rausholen und dann war die Idee, hier drüben in diesem rechten Bereich oben sieht man eben eine Repräsentation des Designmodells. Dann kann man als Architekt praktisch per Drag and Drop zum Beispiel die Anforderungen auf das entsprechende Designelement zuweisen, um dann zu sagen, okay, die Anforderung wird da an dieser Stelle jetzt umgesetzt. Das war aber nicht unbedingt der letzte Punkt, wo die Anforderung gelandet ist, sondern man konnte jederzeit die Anforderung auch wieder verschieben, wenn man festgestellt hat, es passt hier nicht oder ich muss hier noch irgendwie ein neues Designelement kreieren, konnte man dann hier auch die Anforderung entsprechend nach unten zum Beispiel zuweisen. Das war der eine Schritt. Der zweite Schritt, um so ein Gap zu füllen, war dann tatsächlich die Idee, dass man eben den Designern Möglichkeit gibt, solche Konflikte auch wirklich zu beschreiben. Also, dass man nicht sagt, einfach, naja, zum Schluss entsteht so ein Modell, sondern wirklich die Designer die Möglichkeit haben, auch das in dem Tool zu modellieren. Und da sieht man hier drüben als Beispiel eben einen Dialog, in dem so eine Designentscheidung zum Beispiel modelliert wird und man kann eben aus dem vorhandenen Modell Elemente zusammenziehen, um zu sagen, das ist jetzt eine Konfliktsituation. Dann konnte man hier das eben, kann man dann beschreiben eins zu eins und man kann hier aus einzelnen, also aus den Entscheidungen heraus wieder Konsequenzen ableiten in Form von neuen Anforderungen an das Design dieses Tools. Also oder an das Design dieses Systems, also praktisch entstehen hier dann neue Anforderungen aus meinem Designprozess heraus und das schließt natürlich dann die Gap, das kann ich dann wieder hier zuweisen, dass ich so wirklich so einen Pfad habe, dass ich wirklich so die bis zur Lösung mir das irgendwie nachvollziehen kann an dieser Stelle. Ja, genau. Und wenn man natürlich dann so einen Weg hat, dann war eben ein Ziel, dass wenn Sie jetzt feststellen, es ändern sich Anforderungen, dass man das dann grafisch darstellen kann und wenn man natürlich dann sagt, diese Anforderung ändert sich, dann wurde das eben an den Design-Elementen zum Beispiel, wird das dann angezeigt. Und wenn Sie hier drüben dann nur eine einzige Anzeige haben, dann sagen Sie natürlich Glück gehabt. Dagegen, wenn hier natürlich so ein Weihnachtsbaum plötzlich aufleuchtet aus verschiedenen Farben, also rot bedeutet hier, es ist ein direkter Einschlag von einem Requirement. Und gelb zum Beispiel bedeuten dann so Einschläge, die im Kommen über solche Designentscheidungen. Dann natürlich, wenn man dann plötzlich merkt, ja, hier sind sehr viele Auswirkungen plötzlich durch die Änderung betroffen. Da muss man natürlich erstmal überlegen, setze ich diese Änderung wirklich um und wie gehe ich dann vor, wenn ich das tatsächlich dann eben kontinuierlich durchziehe. Es gab dann natürlich auch dann Features bei der Unterstützung, wie ich das dann wirklich kontinuierlich so dann in das Design hineintragen kann, diese Sachen. Genau. Das ist jetzt mal bloß so ein Hinweis, wo jetzt im Moment der Stand der Forschung vielleicht auch ist bei diesen klassischen Modellen. Also die klassischen Modelle sind so die disziplinierten Vorgehensweisen mit Anforderungsdefinition, Design, Code. Jetzt möchte ich hier einen Ausblick, also hier den Rahmen ein bisschen wieder zusammenführen zu den agilen Methoden, aber sagen, dass zum Beispiel die agilen Methoden tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Problem haben. Also die haben dasselbe Problem erkannt, aber es ist eben anders. Sie sagen zum Beispiel zunächst mal, naja, die Dokumente sind relativ abstrakt und umständlich und man muss viel Aufwand reinstecken und im Endeffekt merken erst die Menschen, wenn sie konkret dann zum Beispiel das Werkzeug sehen oder was da entwickelt wird, das Delta zu dem, was sie eigentlich möchten. Und deswegen spendiert man jetzt da gar nicht so viel Aufwand, um diese Dokumente zu pflegen an dieser Stelle, sondern es werden eher so Prinzipien eingehalten, dass die Menschen und die Zusammenarbeit, also zum Beispiel die Kommunikation zwischen der IT-Abteilung und der Fachabteilung, die gern dieses Programm hätte, dass man eben eher da drauf den Fokus setzt. Und der zweite natürlich wesentliche Punkt ist natürlich dann die Idee des evolutionären Prototyps. Das heißt, man versucht, nicht so wie vorher, wo man sagt, man entwickelt jahrelang und dann irgendwann steckt man die Teile der Software zusammen und dann funktioniert es, versucht man hier zu sagen, man hat immer eine Software, die immer lauffähig ist, immer funktioniert und dann eben ich da langsam meine Features hineinbaue und dann kann ich jedes Mal, wenn gerade jemand zur Hand ist, dem das zeigen und dann kann der mir sagen, was das Delta jetzt eigentlich zu der gewünschten Lösung ist, weil das natürlich viel leichter geht. Wichtiger Punkt natürlich an dieser Stelle, dazu müssen Sie ganz anderen Code entwickeln. Der Code muss nämlich dann möglichst leicht änderbar sein. Also das heißt, es entstehen da auch ganz andere Herangehensweisen dann, wie Code programmiert und entwickelt werden muss an dieser Stelle. Ja,
Ein wichtiges anderes Prinzip hier ist zum Beispiel, dass man eben immer versucht, die wichtigsten Anforderungen dann in so einem System zuerst zu machen. Schon mit dem Hintergedanken, wenn dann irgendwann das Budget zum Beispiel ausgeht und Sie haben ein lauffähiges System, wo Sie die wichtigsten Sachen schon mal umgesetzt haben, dann haben Sie zumindest irgendwas, was einen Wert hat und was auch wirklich eben zumindest nicht eine komplette Fehlinvestition dann darstellt. Also Sie sehen schon, das geht halt da ein bisschen von den Gedanken in die andere Richtung. Dass man halt hier fokussiert versucht, das halt dann hier nach diesen Prinzipien zu entwickeln. Ja, stellt sich natürlich die Frage, also man sieht jetzt auch ein bisschen, die agilen Methoden sind jetzt ziemliche Schlagworte in den letzten Jahren geworden. Kann man jetzt sagen, ist die alte Entwicklungsmethode jetzt hinfällig, funktioniert die nicht? Da sage ich Ihnen, nein, also es ist einfach so, es gibt für beide Ansätze einfach ihre Berechtigung. Diese disziplinierten Methoden zum Beispiel, wo wir vorher gesagt haben, die sind natürlich gerade in dieser sicherheitskritischen Branchen, in diesen sicherheitskritischen Branchen sehr wichtig, weil die eben Wert auf Gründlichkeit und rechtlichen Nachweis liefern. Stellen Sie sich mal vor, es würde ein Kernkraftwerk nach agilen Methoden entwickelt werden. Da hätte wahrscheinlich jeder Angst und zu Recht natürlich. Genau. Und ein wichtiger anderer Punkt ist zum Beispiel in diesem Ingenieursumfeld, also nennen wir Maschinenbau oder hier so Softwareentwicklung für Fahrzeuge, ist es so, dass auf Kunden- und auf Zuliefererseite ja Domänenexperten sitzen, die auf sehr hohem Niveau sich unterhalten können. Da kann man ganz anders natürlich Anforderungen festlegen, als auf einem Niveau, wo zum Beispiel eine Fachabteilung, die sehr informatikfremd, zum Beispiel ein Künstlerumfeld oder Ähnliches kann man sich vorstellen, plötzlich mit einer IT-Abteilung zu tun hat, wo natürlich die Sichtweisen sehr weit auseinandergehen. Da ist es dann vielleicht leichter, agile Methoden zu nehmen, wo man dann den Leuten einfach zeigt, was derzeit die Lösung ist und die dann eventuell einem erklären, was noch zu tun ist an dieser Stelle. Also sehen Sie schon, das ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder, sondern mehr so ein Sowohl-als-auch an dieser Stelle bei diesen Methoden. Genau, das war jetzt ein kurzer Einblick, so was sich im Software-Engineering auch vielleicht tut in den letzten Jahren bei Anforderungen. Möchte ich Ihnen noch, ich habe ein bisschen reflektiert, was ich jetzt als meine Rolle hier an der Hochschule sehe. Das möchte ich Ihnen natürlich jetzt auch noch ein bisschen darlegen. Also ich habe tatsächlich die Professur für Anwendungsentwicklung in der Wirtschaftsinformatik. Da ist natürlich der Fokus Programmierausbildung. Ich muss sagen, ich habe 10 Jahre lang jetzt in der Wirtschaft wirklich programmiert und ich weiß, was man da so macht. Zweiter Schwerpunkt, das habe ich Ihnen heute ein Thema vorgestellt, so ist dieses Software-Engineering, also wirklich dieses ingenieurmäßige Vorgehen oder Prinzipien finden, wie Software möglichst gut entwickelt wird. Und als echten Bonus, den ich jetzt zu dieser, was in der Ausschreibung so mal formuliert wurde, ich Ihnen mitgeben kann hier, meinen Studenten ist tatsächlich dieses ganze Feld Anforderungserhebung, Anforderungsmanagement. Und das ist tatsächlich immer von zunehmender Bedeutung in den letzten Jahren. Also an den Universitäten haben sich zum Beispiel jetzt einige Lehrstühle auch schon gebildet in diesem Bereich. Also es wird immer wichtiger. Und das ist natürlich auch gerade für die Wirtschaftsinformatik richtig wichtig, weil die Wirtschaftsinformatik ist ja so eine Art Scharnierfunktion zwischen diesen wirtschaftlichen Fachabteilungen und der IT. Also sie soll übersetzen. Und wie wird übersetzt? Meistens in Form von Anforderungen tatsächlich an dieser Stelle. Ja, deshalb denke ich mal, also neben meiner Programmiererfahrung, die da ist, und ich habe da wirklich viel Erfahrung, eben kann ich hier auch viel natürlich zum Software Engineering sehen, auch weil ich tatsächlich das disziplinierte Umfeld sehr gut kenne, aber auch eben in agilen Methoden einige Projekte eben geleitet habe, also wirklich da beide Sachen sehr gut abdecken kann. Und natürlich zusätzlich meine Expertise in diesen Anforderungsprozessen. Also hier sehen Sie zum Beispiel eine Studie, ich habe jetzt mal das zusammengefasst, dieser berühmte Chaos Report, der existiert über Projektfehlschläge. Da sehen Sie, fast 44% der Gründe für solche Fehlschläge haben direkt mit Anforderungen zu tun. Also sehen Sie schon, wie wichtig eigentlich das Thema ist und das bekommt eben auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit an dieser Stelle. So, und dann last but not least möchte ich Ihnen natürlich auch sagen, was so meine weiteren Forschungsinteressen sind und Überraschung natürlich sind es einerseits die Anforderungen und andererseits dieses Architektur-Design-Thema. Also das war ja genau das, wo ich mich bisher auch beschäftigt habe.
Bei den Anforderungen haben sich jetzt schon zwei so kleinere Projekte mit Firmen ergeben. Da bin ich ja zuversichtlich, dass sich vielleicht auch noch mehr tut in der nächsten Zeit. Und bei Architekturdesign interessiert mich natürlich immer noch vor allem dieser Übergang von den Anforderungen zum Design. Und hier gibt es das Schlagwort nicht funktionale Anforderungen. Das sind Anforderungen, die man nicht auf eine spezielle Funktion festlegen kann, sondern die das gesamte System irgendwie erfüllen muss. Also es ist dann sowas wie Fehlerbehandlung, Sicherheit, Performance, also Geschwindigkeit und ähnliche Aspekte. Und da habe ich auch gerade konkrete Ideen, wo ich versuche, da was zu machen. So, und dann möchte ich Sie jetzt gar nicht länger langweilen an dieser Stelle, sondern zum Ende meines Vortrags kommen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben vielleicht ein bisschen was mitgenommen. Danke.